Nach längerer Funkstille gibt es nun endlich Neuigkeiten rund um Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Was es für wichtige Ankündigungen gab, erfahrt ihr in diesem Video. In diesem Video heute hier fasse ich die wichtigsten Ankündigungen zusammen. Tatsächlich boten die heutigen Ankündigungen einige Überraschungen. Unter anderem waren das die Galar-Formen, die ihr exklusiv nur in dieser Region finden könnt, wie unter anderem Galar Zigzags. Es ist zwar ähnlich wie mit den Alola-Formen, jedoch beschränkt sich das diesmal nicht nur auf Kanto-Pokémon, sondern ist beispielsweise auch für Höhen-Pokémon der Fall. Natürlich entwickelt sich Zigzags auch zu Geradax weiter und so hat auch Geradax natürlich eine Galar-Form. Die wohl größte Überraschung in dem gesamten Trailer fand ich aber, dass Geradax sich nochmals weiterentwickeln kann in der Galar-Form zu einem neuen Pokémon. Dieses neue Pokémon nennt sich Barrikadax und ist vom Typ Unlicht normal. Barrikadax kann die Fähigkeiten Achtlos oder Adrenalin besitzen. Neben Barrikadax gibt es auch eine Galar-Form von Smogmog. Im ersten Moment könnte man als Zweityp Unlicht oder Stahl vermuten, jedoch ist das Gegenteil der Fall und Smogmog hat den Zweityp Fee inne. Trotzdem macht es dem Industriethema der Galar-Region alle Ehre. Als Fähigkeit hat Galar Smogmog Schwebe, wobei seine zweite Fähigkeit noch nicht mal enthüllt wurde. Es bleibt also abzuwarten, ob Smogmog vielleicht noch eine zweite, unbekannte und neue Fähigkeit dazu bekommen wird. Unabhängig von den Galar-Formen wurde auch ein ganz neues Pokémon vorgestellt. Das Pokémon hört auf den Namen Morpeko und ist vom Typ Unlicht-Elektro. Mit diesem Pokémon wurde auch eine neue Fähigkeit und eine neue Attacke vorgestellt. Die Fähigkeit von Morpeko lautet Heißhunger und bewirkt, dass das Pokémon in dem jeweiligen Zug immer seinen Typen ändert. Also im einen Zug ist es Typ Elektro, im nächsten Zug ist es Typ Unlicht. Das wirkt sich übrigens auch auf seine neue Spezialattacke Aurarad aus, die ebenfalls mit Morpeko seinen Typ ändert. Wenn Morpeko also vom Typ Unlicht ist, ist das auch die Attacke Aurarad. Auch zwei neue Rivalen wurden in diesem Trailer vorgestellt und die sehen durchaus vielversprechend aus. Beide Rivalen haben das Ziel, Champion der Galar-Region zu werden, jedoch sind sie vom Charakter her sehr unterschiedlich. Betis wirkt eher zurückhaltend, unterstützt wird das dadurch, dass sie auf Psycho-Pokémon setzt. Hingegen setzt Mary auf Unlicht-Typen und wird dabei sogar vom neuen Team unterstützt. Team Yell ist eine ziemlich chaotische Gruppe von Störenfrieden. Sie unterscheiden sich sehr von dem bisherigen Konzept der Bösewicht-Teame in Pokémon. Team Yell unterstützt Mary, wo sie nur können. Dabei schreckt Team Yell vor keinem unfairen Mittel zurück. Unter anderem versuchen sie auch Arenenkämpfe in der Galar-Region zu sabotieren. Auch wenn mir persönlich das Team nicht so gut gefällt, gibt es immerhin eine gute Nachricht, nämlich kann Team Yell endlich im Doppelkampf herausgefordert werden und ja, immerhin etwas, das ich mal begrüße, dass es wieder Doppelkämpfe gibt. Zu guter Letzt gehen wir ganz an den Anfang zurück, wo ich euch den Screen mit dem Pokémon Center gezeigt habe. Mit den sogenannten Pokéjobs könnt ihr eure Pokémon stärker werden lassen. Ihr könnt sie dafür losschicken und nach einiger Zeit kommen sie dann zurück und bringen euch unter anderem auch seltene Items wieder zurück. Natürlich ist es auf diese Art und Weise auch möglich, euer Pokémon zu trainieren. Es ist so ein bisschen mit dem Super Training aus X und Y vergleichbar und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kurzes Fazit von meiner Seite, alles in allem haben wir diesmal einen ziemlich soliden Trailer bekommen, auch wenn ich verstehen kann, dass einige das Smogon-Design durchaus triggert. Über Team Yell denke ich auch, dass sich streiten lässt, ich persönlich finde sie leider nicht so gut, auch wenn ich die Hooligan-Idee irgendwie nachvollziehen kann. Aber wie es so oft ist, gehen Geschmäcker natürlich auseinander. Wie findet ihr denn Team Yell und die neuen Galar-Formen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt. Wenn euch dieses Video hier an der Stelle gefallen hat, natürlich liken, hypen hier nicht vergessen. Und natürlich könnt ihr mich auch hier an der Stelle abonnieren, um keine weiteren News und Videos rund um Pokémon zu verpassen. Doch ich verabschiede mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.